Hallihallo, herzlich willkommen zu den Weißhaupts, zu den Weißhaupts. Naja, also herzlich willkommen zu dieser Folge mit den Weißhaupts. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist nämlich Freitag, der 13. November. Das heißt, das neue Pack ist draußen. Sims 4 ab ins Schneeparadies. Und das hat sich auch die Familie Weißhaupt gesagt. Die werden ins Schneeparadies reisen. Hab mir das noch überhaupt gar nicht angeguckt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe nur den Trailer gesehen und habe einmal in ein Video reingespäht. Und ein bisschen was gelesen habe ich. Aber ich habe sonst nichts weiter geguckt. Ich bin da also total unvorbereitet. Aber ich mag das halt. Ich liebe das, wenn ich neue Packs komplett mir selber angucken kann, ohne dass ich vorher weiß, was da auf mich zukommt. Ja, und ich dachte, ich nehme euch einfach mal gleich mit. Natürlich muss ich mich ja erstmal um die Kinder kümmern und so weiter. Und die müssen halt noch einen Tag hier zur Schule. Und wie ihr seht, haben Emilia und Sören am Sonntag ihren Hochzeitstag. Und ich dachte halt, dass die Familie übers Wochenende dann nach, weiß ich nicht, wie die Stadt heißt, in den Urlaubsort halt da fährt und Ferien macht. Also ich bin total gespannt. Ja, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was mich erwartet. Also ich weiß, dass man bergsteigen kann und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin halt völlig unvorbereitet und bin ganz aufgeregt. Ja. Und habe mir das eben so vorgestellt. Und ich hoffe, die haben genug Geld, dass sie sich das leisten können. Sören muss heute nicht arbeiten. Also wird er nicht nochmal Geld mit nach Hause bringen. Aber gut, es wird schon irgendwie, wir werden es uns schon leisten können. Und ich würde sagen, dass ich den Tag hier mal spiele und mich dann wieder melde, wenn wir ab in den Urlaub können. So, es ist jetzt nachmittags. Die Kinder sind aus der Schule zurück. Sören hat jetzt noch ein, zwei Aufgaben zu erledigen. Und dann könnten wir eigentlich losgehen. Jetzt ist mir so eingefallen, hoffentlich klappt das auch, ne? Hoffentlich können Toddler überhaupt mit und so, aber irgendwie denke ich, warum nicht? Wird schon irgendwie funktionieren. So, also ja, es wird schon funktionieren. Wenn nicht, dann werdet ihr das hier sowieso niemals sehen. Dann habe ich es nämlich nicht hochgeladen. Ja, der Wilhelm spielt hier noch ein bisschen Doktor. Und sie geht jetzt erstmal weinen. Ach, das ist super. Weil dadurch. Nee, warte mal. Schreib mal in dein Tagebuch, dadurch kriegen die doch irgendwas. Wenn die dann. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Ja, zu klassischer Musik entspannen, das müsst ihr machen, dann kriegen die Kinder emotionale Kontrolle. Ja, hier sind noch unsere süßen kleinen Dalmatiner-Welpen. Ultra süß. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das ist. Es liegen überall Blüten rum. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hier auch Gänseblümchen. Also die sind nicht von mir. Definitiv nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil Frühling ist oder so. Und ich werde mal ganz kurz dieses Fundament hier richten, das stört mich. So, oh, das hat gekostet, ne? Wir haben 9000 Simoleons. Ich glaub's nicht. Und Emma will doch nicht zur klassischen Musik entspannen. Emma will lieber irgendwie sich ausholen. Nein, Emma, du darfst dich mal zu klassischer Musik entspannen. Ich habe Emilia noch aufgetragen, den Geldbaum zu jäten. Also da Unkraut zu jäten. Und Cleo ist noch auf dem Töpfchen. Kriegt das von Papi beigebracht. Emilia hat sich übrigens noch einen Tag Urlaub genommen. Und dann werde ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Urlaub nehmen. Ja, die Hunde müssen wir halt zu Freunden geben. Die kriegt der, ja, der Ferdinand oder vielleicht die Lamberts. Oder hier Aggie und so. Also, es werden auf jeden Fall ein paar Freunde auf unsere Hunde aufpassen und ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Emilia soll mit Robin, Emma, Wilhelm, jetzt geht's, Cleo. 1, 2, 3, 4, 5. Mit ihm sind es 6.
Ich glaube, die Hunde könnten wir auch gar nicht mitnehmen. Ich kann es aber probieren, weil es zu viele sind. Genau. Wir müssten dann sowieso die Welpen hier lassen und das finde ich dann unfair. Dann nehmen wir lieber gar keine Hunde mit. Dann ist die Familie Weißhaupt einfach mal für sich. Ja. Und dann schaue ich mal, wie das so funktioniert. Also, eine Sache ist mir schon aufgefallen, als ich vorhin ein Kind versorgt habe. Es gibt hier die Option waschen. Und dann kann ich euch nachher mal zeigen, dann werfen die das Kind einmal hoch, also so, als ob sie es umziehen würden. Das Kind dreht sich dann in der Luft und dann kommen so ein paar Seifenblasen und dann ist die Hygiene nicht voll, aber etwas voller. Ja, wow, ist das geil. Bewohnbare Welten und Reisewelten. So, also Mount Komorebi, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Komorebi. Komorebi? Keine Ahnung. Wintersport. Die Gebirgsstadt Yukimatsu ist ein schneebedecktes Paradies zum Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren und Bergsteigen. Onsen, nach einem lustigen oder schmerzhaften Tag im Schnee kannst du dich in den heilenden, heißen Quellen des Onsen entspannen und erholen. Bergsteigenausflug. Plane einen Gruppenausflug und versuche den Gipfel des Mount Komorebi. Komorebi? Zu erreichen. Oh, da bin ich ja gespannt. Was für. Oh. So, ich muss das jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Das sieht schon mal voll cool aus hier. Diese Karte habe ich schon gesehen. Hier ist sogar eine Karaoke-Bar oder so. Hier wäre eine Unterkunft. 242 Wakabamori. Das hier ist Wakaba. Wakaba ist nach einem jungen Blatt benannt und tatsächlich ebenso jung. Frisch und hell wie die Blätter eines Baumes bei Frühlingsbeginn. In dieser aufstrebenden Kleinstadt finden sich wunderschöne, elegante neue Häuser und ein attraktives Stadtzentrum mit dem offiziellen Maskottchen von Mount Komorebi. Yamahan. Yamahan. Touristen jeden Alters können hier das Jugendfest genießen oder einfach nur die Schönheit der Natur in sich aufnehmen. Klingt schon mal richtig cool. Hier sind auf jeden Fall auch richtige Wohngrundstücke, ein Park, eine Bar und hier sind noch mal Unterkünfte, geil. Und hier ist auch noch mal irgendwas. Yukimatsu, die wahre Schönheit der Landschaft eröffnet sich einem in Yukimatsu, das nach seinen schneebedeckten Pinien benannt ist. Dieses am Fuße des Mount Komorebi gelegene Resortgebiet besticht durch traumhafte Ferienunterkünfte. Vielfältige Wintersportmöglichkeiten, eine ungezähmte Wildnis und ein friedvolles Onsen-Badehaus. Ob Entspannung in heißen Quellen, der Anblick des Schneefestes oder ein berauschender Aufstieg zum höchsten Gipfel des Berges, dieses ganzjährig verschneite Wunderland hat für jeden etwas zu bieten. Finde ich super cool. Wir haben zwar schon Frühling, aber wenn man in die Berge fährt, hat man ja auch noch länger Schnee, dann würde es so trotzdem passen. Und Senbamachi. Senbamachi, die Stadt der tausend Blätter, ist die älteste Ansiedlung in der Region. Viele Einheimische genießen die Verbindung der Stadt zur Natur, was vor allem an den umliegenden Bambuswäldern und den einzigartigen, lebhaften Ge Geschöpfen liegt, die in ihnen hausen. Es heißt, wer lange genug den örtlichen Wanderwegen folgt, würde unweigerlich auf die Hüter der Bäume treffen, die all jene belohnen, die ihr Zuhause lieben und respektieren. Geil, ich möchte überall hin, auf jeden Fall. Wir sehen hier auch schon überall so eine hübschen roten Bäume. Ach, Katzi, Katzi. Tschüss. Gut, also hier scheint es diese heißen Quellen dazu, die heilenden Quellen zu geben. 511 irgendwas und 512. Ich weiß gar nicht, ob diese Zahlen was zu bedeuten haben. Wir gucken mal auf die Zimmer. Drei Zimmer und 770 pro Tag. Und drei Zimmer, drei Bäder. 608 pro Tag. Also das ist günstiger. Wir haben 9.000 Simoleons und die hier unten wären zwei Zimmer und nee, hier unten kommt halt nicht in Frage, weil ich würde schon gerne diesen Schneeurlaub machen und hier können wir ja trotzdem hinreisen, ist ja kein Problem. Dann nehmen wir mal das günstigere. Wieso ist das günstiger? Das verstehe ich nicht.
Ja, wir nehmen trotzdem. Wir nehmen mal das hier. Ich glaube, das ist bestimmt das aus dem Trailer, ne? Freitag, Samstag, Sonntag. Ich weiß nicht, ob der heutige Tag schon zählt. Dann würde es jetzt 3 Tage folgen. Also halt, ne? Werden die nächsten 3 Folgen um dieses Thema hier handeln? Von diesem Thema? Oh Gott. Entschuldigt, wenn ich nicht ganz gut sprechen kann. Ich habe Frühdienstwoche gehabt. Ich bin extrem müde. Aber das hier kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und los geht's. Und wir sind wieder im Schnee. Und wo ist Emma? Emma? Emma! Da ist sie doch. Okay. Emma ist also doch da. Alles ist gut. Hau da. Hau da, wir sind im Urlaub. Wir gucken uns erstmal jetzt diese Unterkunft an. Und vielleicht kann die Familie ja zusammen einen Schneemann bauen. Oh, man kann nur mit einem Kind bauen. Okay, du mit Wilhelm und du baust dann einen mit Emma. Und dann habt ihr was zu tun. So, und wir schauen uns hier mal um. Das ist unsere Unterkunft. Ganz schön groß, oder? Cool. Hier ist das Schlafzimmer von Emilia und Sören. Bad mit Extratoilette, hübsche Türen und neue Türen. Und hier ist schon etwas, was man jetzt bauen kann, ne? Diese Erhöhungen. Cool. Wie eine riesen Fensterbank, sehr cool gemacht. Noch ein Bad und hier ist etwas leicht verbargt. Wartet mal, ich muss mal die Wände hochmachen. Vielleicht sieht man dann, was hier los ist. Okay, die haben einfach nur die Toilette extra gemacht. Ja, ich habe gerade gestern noch eine Doku über, war das Japan? Na, auf jeden Fall da irgendwo. wie sie das, wie heilig da die Toiletten sind, ne? Cool. Also ist auf jeden Fall hübsch gemacht. Der Kamin sieht ja auch cool aus. Ach, uns fehlt jetzt einiges für die Toddler. Wir müssten einiges jetzt noch und wir können es nicht. Wir können uns ja, wir können den Baumodus nicht benutzen. Was mache ich denn jetzt? Das ist ein Problem. Da müssen die Toddler, können die irgendwo auf Sesseln übernachten oder so? Bess, nein. Ich habe jetzt kein Geld für dich. Okay, und hier oben ist auch noch was. Also für, und hier ist so eine Klimaanlage. Thermostat. Ah ja. Ah, ich habe auch mitbekommen, dass sie jetzt ihre Schuhe ausziehen können, wenn sie ein Haus betreten. Oh, da sind schon, das sind, guckt mal, hier sind Snowboards. Ja. Okay, wartet mal, bevor es jetzt dunkel wird, möchte ich doch mal gerne. Ah, oh, die sind ja süß geworden. Hä, was spielt denn ihr da gerade? Ach so, sie haben Spielzeug in der Hand. Das ist ja süß geworden. Dann, oh, cool. Hier sieht man schon ein bisschen von der Schneepiste. Die sind also direkt an der Piste hier. Und das sieht halt auch viel schöner aus, dass hier so aufgeschippter Schnee ist und so. Ja, Wahnsinn. Miki, irgendwer. Miko, irgendwer. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Und hier sieht man die Seilbahn. Und wir können da hochfahren. Ja, ist ja genial. Was ist das hier? Automaten. Kapsel. Es wird Krimskrams und warme Speisen und Getränke. Kauft mal einer bitte Krimskrams. Und dann kannst du dir ja was zu essen holen, weil du hast sowieso Hunger. Katastrophe, Katastrophe. Was machen wir jetzt mit den Kindern? Ich kann keine Betten für die kaufen. Dann wirst du jetzt hier einfach ein bisschen schlafen. Ich lasse mir doch den Urlaub hier nicht vermiesen. Und das andere Kind wird jetzt hier ein bisschen. Nein, das geht nicht. Kannst du oben im Bett schlafen? Das geht wahrscheinlich auch nicht. Da musst du warten, bis da was frei ist. Und die anderen, ist jetzt ein bisschen doof, ne, dass wir die Kinder allein lassen, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Wir wollen jetzt nach oben fahren. Genau, mit denen, weil Wilhelm wird sich ja da was zu essen holen. Wow! Wir können uns das Schild ansehen.
Wow. Nein. So, und jetzt nach oben fahren, bitte. Danke. Und es wird halt schon dunkel. Was ist das denn für eine Aussicht? Krass. Wow. Ich gebe komische Geräusche von mir. Wow. Ja, Wahnsinn, cool. Wo ist Wilhelm? Wo weit bist du schon gekommen? Du läufst hier noch lang. Das ist echt cool. Ich komme mit, Wilhelm. Ach so, obwohl ich will lieber mitgehen, wenn die nach oben fahren. Beobachten wir mal lieber. Es wird jetzt ein Rabbit Hole sein, ne? Die gehen da rein und kommen oben wieder raus. Ja, okay. Egal. Wir sind jetzt hier oben. Können wir eigentlich schon Ski fahren oder müssen wir das üben? Müssen wir Skier kaufen? Leute, ich habe überhaupt keinen Plan. Skifahren. Sören kann die mittelschwere Abfahrt erst auf Skiern in Angriff nehmen, wenn er Level 3 der Skifähigkeit erreicht hat. Und wie kriege ich die Skifähigkeit? Training. Oh, nee. Das wäre jetzt mal natürlich interessant. Wo ich hier üben kann erstmal. Vielleicht muss ich Kurse machen. Das ist die schwierige Abfahrt. Das ist die mittelschwere. Wo ist denn die leichte? Extreme Abfahrt, cool. Und wo ist die für Anfänger, bitte? Leichte Abfahrt, Snowboard. Er wird Snowboard fahren. Fortlaufend. Intensität. Machen wir mal mittlere. Das ist ja geil, was man alles machen kann. Und sie wird, ja, fortlaufend und du wirst auch mittlere. So. Das muss ich mir angucken. Und Emma ist jetzt auch gleich hier oben. Also das finde ich schon mal cool, dass man hier verschiedene Abfahrten hat. Emma. Lustig, ne? Dass hier Frühling ist und wir trotzdem so viel Schnee haben. Der Wilhelm kauft jetzt beruhigende Wundsalbe. Du leidest unter durch einen riesen. Du leidest? Ja. Du leidest unter durch einen Riesentausendfüßler oder eine Fledermaus verursachte Schmerzen? Trage einfach diese Lotion auf und spüre, wie die Schmerzen schwinden. Das Slablet, das erste Einhorn, Fledermaus, Schreck weg. Glieder, Füße, Abwehrspray, Kiddieboards. Oh, cool. Das möchte ich schon mal haben. Jetzt kriegen die nachträglich zu Weihnachten oder so. Oder schon mal zum Geburtstag, ich weiß es nicht. Nee, warte mal, eins reicht. Krabbeltierpuder, Minischia für Kids. Jo. Neuro, irgendwas. Notfallmedikum. Wenn du diese hinreichend getestete Medizin trinkst, werden durch die giftigen Stiche der Riesenhornisse verursachte Schmerzen sofort gelindert. Oh. Hilfe. Schlichtes Snowboard, irgendwelche Skier. Die sind aber teuer. Void-Kreatur. Zisch-Abkanister. Du hast genug von riesigen stechenden Hornissen. Okay. Ja, ich kaufe erstmal. Habe ich schon was angeklickt? Nee, ich kaufe erstmal nichts davon. Aber es ist schon mal gut zu wissen, was es so gibt. Emilia hat sich Skier in der Hütte geliehen. Ach, das ist ja genial. Man leiht sich dann Skier. Aber sie sind nicht besonders hochwertig und passen nicht gut. Kaufe am Verkaufsautomaten allerlei neue Skier für sie, um den Komfort bei der Abfahrt zu erhöhen. Wo bist du? Schneemann gebaut. Und das hat sie gelangweilt, oder was? Emilia! Emilia! Das ist. Und Sören steht hinten noch und guckt. Das ist ja mega. Wow! Wird ja noch cooler. Black 5 Burger. Heiße Zwiebelsuppe, heißer Kaffee, Schinken-Käse-Sandwich und Stück Käse, bitte. Du, boah, ist ja aber teuer. Egal, wir sind im Urlaub. Du holst jetzt zum Burger. Ich muss die Pinnwand löschen. Jetzt müssen wir mit ihr mitgehen, auf jeden Fall. Zeig, was du kannst. Oh. Oh, schon mit kleinen Sprüngen. Ich muss dazu sagen, dass ich niemals im Winterurlaub war. Also hier so in den Bergen und so im Winter. Und ich bin niemals Skier gefahren oder Snowboard oder irgendwas. Ich bin da halt etwas. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
So, Sören hat sich ein Snowboard in der Hütte geliehen, aber es ist nicht besonders hochwertig. Ja, aber wie er hier runterdüst, sah schon mal sehr gut aus. Jetzt gucken wir mal, was Emma macht. Emma hat sich gleich wieder zum Spielen hier. Kann sie gefühlvoll spielen? Emma, wo bist du denn? Ich kann dich nicht sehen. Weil wenn du gefühlvoll spielst, Emma, dann kriegen wir hier emotionale Kontrolle. Genau das. Es geht jetzt nicht mehr. Dann kannst du auch hier fahren, Emma. Leichte Abfahrt. Was war das andere? Snowboarden. Nee, du wirst auch Skifahren und wir machen das fortlaufend. Mittlere Intensität. Ach, das heißt dann mittlere Skifähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Skifähigkeiten kann Emilia den Übungshang und die leichte Abfahrt mit niedriger, mittlerer und hoher Intensität fahren. Konnte sie vorher auch schon. Schwierige Abfahrten mit eindrucksvollen Tricks werden freigeschaltet, wenn sie ihre Skifähigkeit erhöht. Kreativität, Snowboardfähigkeit erworben. Sören hat sich ein neues Hobby, hat für sich ein neues Hobby entdeckt. Snowboarden. Er kann je nach gewünschter Intensität, ja. Emma hat sich auch Skier geliehen. Emma, ich muss gucken, wie du fährst. Wow. Die sieht aus, als ob sie es schon öfter gemacht hätte. Ups. Halt. Mann. Das war so nicht geplant. Oh, hier ist besseres Licht auf jeden Fall. Sören hat hier schon windelweich geprügelt, weil sich verletzt hat. Aua, Sören wurde vor kurzem schwer verletzt und tut sich selbst ein bisschen leid. Kannst du nicht weiterfahren? Da kommt Emilia angedüst. Diesmal ohne hinfallen, oder? Super. Cool. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Lebensstile können pro Tag nur begrenzt weiterentwickelt werden. Emilia hat die tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Mhm. Du sollst bitte snowboarden, fortlaufen, mittlere Intensität. Und Emma, ach, die fahren jetzt hier immer wieder hoch. Ah, wartet, ich wollte mir den, jetzt ist er auf Skiern? Habe ich ihm jetzt gesagt, er soll Skifahren? Na gut. Beobachten wir mal den Sören, wie er hier runter düst. Sören, ich wollte eigentlich mitgehen. Es ist wirklich gut ausgeleuchtet. Man kann hier abends auf jeden Fall noch gut Skifahren. Und er macht es doch nicht schlecht. Auch wenn ich eigentlich wollte, dass er Snowboard fährt, aber gut. Dann gucken wir ihn mal an. Er wird ja gleich so Snowboard fahren. Und sich jetzt auch eins leihen wahrscheinlich. Also ich denke, genau, niedrige Intensität wird sein, dass sie einfach nur runterfahren. Mittlere, dass sie auch so ein paar Hindernisse dazwischen haben. Ja, cool siehst du aus. Gucken wir mal, wie... Oh, mitspringen, wow. Genial. Ich finde es voll cool, dass wir mit den Kindern hier sind. Aber sie hat auch noch Geld verdient, perfekt. Ja, die Toddler haben jetzt halt nicht so viel davon, ne? Das ist ein bisschen schade. Wow, für das erste Mal hat er das wahnsinnig gut gemacht. Und er kriegt Motorik, genau das, was wir brauchen. Dann schaffen wir hier noch nebenbei so ganz locker flockig die Dinger hier, ne? Aber immer wenn die hier unten sind, dann kommen die Kinder von der Tagespflege zurück. Und wenn die oben sind, dann werden die wieder zur Tagespflege geschickt. Geh schlafen. Sie macht in die Windel. Oh Gott. Kann ich die nach Hause schicken? Zumindest zur Unterkunft. Naja. Wir ignorieren das mal. Ist eigentlich nicht so meine Art, so mit den Kindern umzuspringen, aber es sind ja nur Sims, nicht wahr? Gucken wir doch mal Emilia zu. Ah, das finde ich echt schon mal genial, dass es so viele Möglichkeiten hier gibt. Also, dass man echt verschiedene Pisten hat und nicht nur eine. Dass sogar die Anfängerpiste mehrere Bereiche hat. Das ist schon sehr cool. Wen haben wir noch? Sie hier. So, Fotos dürfen natürlich nicht fehlen, aber ich schneide es raus, dass ihr davon nicht so gestört werdet. Mega cool. Emma, gut, dass du es gemacht. Ich bin stolz. Stolz auf euch, wie
Easy peasy, ihr hier runterfahrt. Wahnsinn. So, was hat's denn hier? Kleines Skiwunder. Unglaublich. Emma hat bei ihrer letzten Skiabfahrt jede Schanze und jedes Hindernis genommen. Und sie ist noch ein Kind. Wow. Ausgezeichneter Skitag. Was für ein toller Skitag. Emma ist glücklich über ihre gute Leistung. Zu steil. Uff, was für ein schrecklicher Skitag für Emilia. Manchmal ist einfach jeder Hang zu steil. Nicht so gut wie gedacht. Ja, das war eine perfekte Skiabfahrt. Wenn ihr mir ja doch nur jeden Sprung gemeistert hätte. Wunde Füße. Oh, ich glaube, ich muss sie mal langsam nach Hause schicken. Aua, die geliehene Ausrüstung tut den alten Füßen nicht besonders gut. Die Füße von Emilia werden schmerzen, bis sie eine eigene Ausrüstung besitzt. Okay. Emilia wird jetzt schon mal zurück zur Unterkunft gehen. Gucken wir mal, wie es ihm geht. Er ist auch schon windelweich geprügelt. Dann schicken wir ihn auch schon mal zurück. Ich glaube, die Kinder sind noch ganz happy. Das kann ich besser. Ach Mensch, das war kein guter Snowboardlauf für Wilhelm. Auch wenn er noch ein Kind ist, hätte er es besser hinkriegen können. So, Wilhelm, geh mal nach Hause. Wir gucken noch kurz Emma zu. So. Jetzt ist sie plötzlich wieder oben. Und dann, wenn Emma jetzt runtergefahren ist, kann sie auch gleich wieder zurück nach Hause. Dann können die noch Abendbrot essen. Ja, Emilia, du sollst zur Unterkunft gehen. Ach, hier haben wir auch ein grünes Schild. Ich denke, der Ausblick wird am Tage besser sein. Jetzt hier abends kann man nur ein paar funkelnde Lichter in der Ferne erkennen und nicht wirklich viel. Habe ich ihr die Leichte gegeben? Sie nimmt die Schanzen nicht mit, aber könnte sie, glaube ich. So, doch, sie springt auch. Nicht schlecht, Emma. Cool. Ja, und dann gehst du bitte auch nach Hause. Wie gut Emma ist. Ich würde sagen, der Sören hat jetzt fertig gepullert. Der könnte mal hier etwas kochen. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob wir mehrere... Ob wir eine größere Auswahl haben. Aber das, wahrscheinlich müssen wir das erstmal lernen, ne? Wir machen mal so ein Hähnchen. Und gehen heute wahrscheinlich super spät ins Bett. Ach, Emilia, bist du ja ein Schatz. Ah ja, ich hoffe, der Sessel ist bequem, liebe Robin und Cleo. Wir tun so, als hättet ihr richtige Betten. Es tut mir leid. Ja, keine Ahnung, was ich gerade erzählen wollte noch. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie sich hier alle hinsetzen. Oh, guck mal, das ist ja süß. Das ist ja süß. Ja, nach den Bauobjekten habe ich auch noch gar nicht geguckt. Und sie setzen sich an einen Tisch. Ich fasse es nicht. Es ist herrlich. Es ist toll. Sie haben es geschafft und sich mal an einen Tisch gesetzt. Guck mal, Robin, auch wenn du voll müde bist und es so spät ist, kannst du dir auch noch was zu essen nehmen. Ja, die werden jetzt hier wieder vom Töpfchen entwöhnt und machen mal in die Windel. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange diese Folge schon geht. Ich werde es jetzt hier mit diesem harmonischen, schönen Abendessen beenden. Und werde jetzt außerplanmäßig neue Folgen hochladen, sofern ich es schaffe. Also ich werde mal gucken, ne? Aber es werden dann zeitnah quasi die nächsten Teile von diesem Urlaubs-Let's Play, also es ist ja mein normales Let's Play, aber von diesem, sag ich mal, Urlaubs-Special hier kommen. Und ich schicke mal den Sören noch ins Bett. Ja. So werde ich das machen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr das auch so feiert wie ich. Ich finde das so cool, dieses Pack. Vor allem hier mit den, das habe ich ja auch noch gar nicht nachgeguckt, ne? Diese... Oh Gott. Oh Gott. Na gut, dass die Alterung ausgestellt ist. Hallo, ich will das hochziehen. Okay, man kann es nicht hochziehen. Ich habe nämlich die Mods geupdatet und scheinbar habe ich da irgendwas falsch eingestellt oder beziehungsweise noch nicht eingestellt, dass sie sonst gealtert wären. Aber da,
Lebensstile! Lebensstile spiegeln die Verhaltensweisen und Gewohnheiten eines Sims über eine längere Zeit wieder. Aber das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet und freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.